Wir haben heute eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, bedingt sicherlich durch einen frühen Platzverweis für Ahmed, der uns in die Karten gespielt hat. Ahmed war von Anfang an eine technisch sehr starke Truppe. Wir haben es aber geschafft, sie unter Druck zu setzen, unsere eigenen Chancen rauszuarbeiten, verdient 1-0 in Führung gegangen vor der Halbzeit, auch noch das 2-0 nachlegen können und damit war zumindest in der Halbzeit erstmal eine gewisse Sicherheit in der Mannschaft und dann haben wir das Spiel gut nach Hause gebracht. Ich glaube, die Erfolge machen es aus. Jede Mannschaft, die am Wochenende erfolgreich ist, da werden die Spieler in der Woche auch motiviert zum Training kommen. Nächstes Wochenende wieder motiviert das nächste Spiel angehen. Situation ist sicherlich momentan schwierig nach oben. Ist der Abstand schon relativ groß, aber wir sind nach wie vor der Meinung, wir haben das Potenzial, wir müssen es ausschöpfen. Wir haben eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, die sich entwickeln wird. Davon gehen wir aus. Und daher, also Motivationsprobleme haben wir momentan definitiv nicht. Gesehen hatten wir Ahmed im Vorfeld nicht. Wir hatten gehört, dass Ahmed sehr viele individuell gutklassige Spieler hat. Das haben sie auch gezeigt im Spiel heute. Da waren viele 1-1-Situationen, wo sie sich sehr, sehr, sehr gut durchgesetzt haben. Das Problem war sicherlich, dass sie als Team ein Stück weit nicht zusammenstanden. Und das hat man eben gemerkt, dass das sehr viel diskutiert worden ist mit dem Schiedsrichter. Ich fand, der hat eine gute Partie heute abgegeben. Ich glaube schon, dass Ahmed ein großes Potenzial hat. Aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, glaube ich, sind sie schlagbar und das haben wir heute gezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.